Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Woche. Wenn ihr das seht, hat mich schon wieder der Uni-Alltag wieder. Ich genieße gerade eben so gesehen die letzten Tage, die ich noch frei habe. Die letzten Probleme fürs Semester haben sich jetzt auch schon geklärt. Aber heute geht es um ein nicht weniger wichtiges Thema. Und zwar, wie wichtig ist denn die Terrariumgröße? Oder ist sie überhaupt wichtig zu beachten? Muss man da irgendwas gucken? Oder sind halt einfach nur damals Gerüchte gestreut worden, damit diese Terrarienbaufirmen oder Firmen, die diese Terrarien vertreiben, einfach mehr Geld verdienen. Manche Kaminbesitzer denken sich auch, okay, es gibt Terrarien in vielen verschiedenen Formen, Farben, Ausführungen, was nicht alles. Aber wie finde ich zum Beispiel für mich das Richtige raus, was für mich perfekt in den Raum reinpasst? Ein Irrglaube ist nämlich auch, dass Chamäleons sich der Terrariengröße anpassen. Sie seien irgendwie so flexibel, dass sie nur so groß werden und selber merken, wie viel Platz sie um sich herum haben, dass sie auch nur diese Größenordnungen einhalten. Das ist Quatsch, weil Chamäleon wächst in der Regel so lange, bis es fertig ausgewachsen ist. Die Umstände drumherum sind egal. Das Chamäleon wächst halt die ganze Zeit, bis es irgendwann halt mal fertig ist. Es gibt ja irgendwann im Erwachsenenstadium einfach nur den Punkt, wo es sich dann nur noch ganz selten häutet. Und so lange wird halt der Wachstumsprozess halt fortgeführt, bis das Chamäleon dann abschließend die finale Form, sage ich jetzt mal, erreicht hat. Deswegen, da braucht man nicht drauf setzen, dass man irgendwie sagt, okay, ich kaufe jetzt ein kleines Terrarium. Das heißt, mein Chamäleon wird auch nur klein, das funktioniert nicht. Ein Chamäleon wächst so lange, bis es halt final ausgewachsen ist. Anders gesehen wäre es natürlich auch echt blöd, wenn ihr auf einmal morgens aufsteht, guckt ins Terrarium und ihr habt nichts mehr im Terrarium. Außer ein riesiges Chamäleon, was sich einfach nur so an der Scheibe hält und versucht irgendwie rauszukommen, weil es einfach keinen Platz mehr hat. Ein großer Punkt, damit sich auch ein Chamäleon wohlfühlt. Ihr wisst ja, Chamäleons sind in der Regel auch eher die empfindlicheren Tiere. Ne, jetzt, man muss sie nicht in Watschen packen, klar, aber sie sind halt im Gegenzug zu anderen Haustieren schon relativ empfindlich. Und damit sich so ein Chamäleon wohlfühlt, braucht es natürlich auch viel Bewegungsfreiraum. Und Bewegungsfreiraum heißt halt nicht, dass sich das Chamäleon einmal im Terrarium drehen kann, sondern dass es sich halt vernünftig von oben nach unten bewegen kann, von links nach rechts, von vorne nach hinten. Halt, dass es wirklich verschiedene Laufwege haben kann, ohne dass es irgendwelche Probleme oder Einschränkungen gibt aufgrund der Größe. Bei den Terrarien gibt es natürlich von Chamäleonart zu Chamäleonart verschiedene Richtlinien, die man natürlich nicht unterschreiten darf. Und wer sich jetzt sowieso denkt, ach scheiß auf die Richtlinien, ich habe genug Platz, der lebt nach dem Motto, größer ist immer besser. Das heißt, wenn du theoretisch so eine ganze Wand frei hast und willst da nichts hinstellen, dann klatscht von mir aus die ganze Wand voll mit Terrarium. Kann dem Tier nur gut tun, weil solange es sich vernünftig bewegen kann, ist das Tier auch glücklich. Und wenn dann noch die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und alles drumherum noch stimmt, dann kann sowieso gar nichts mehr schief gehen. Das heißt, wenn ihr genug Platz habt und euch sagt, okay, Größe ist für mich nicht relevant, dann ist das schon eigentlich in Ordnung, dass ihr, wenn ihr euch dann ein riesiges Terrarium reinklatscht. Aber für die Leute, die halt nicht so viel Platz haben oder nicht so viel Budget, wie zum Beispiel meine Wenigkeit, da sind diese Richtwerte schon ein bisschen relevanter. Denn wo wir schon gerade beim Preis sind, gerade Terrarien natürlich, auch wenn man sie anfertigen lässt, sehr teuer sein können, je nachdem, was man für eine Ausführung hat oder ob man eine spezielle Form haben möchte, weil die irgendwie dann sonst über die Dachschräge kommt. Da kann es schon echt teuer werden. Deswegen ist auch schon bei der Chamäleonwahl, legt euch quasi fest, wie viel ihr in euer Haustier investiert. Das bedeutet halt, wenn ihr euch zum Beispiel so ein Chamäleon zulegen möchtet, wie das Riesenchamäleon, sage ich jetzt mal, das ist das größte Chamäleon, was es auf der Welt gibt, aus meines Wissens. Wenn es nicht stimmt oder es mittlerweile eine andere Art gibt, die entdeckt wurde, dann gerne in die Kommentare schreiben. Aber, ne, wenn ihr euch zum Beispiel für ein Riesenchamäleon entscheiden würdet, theoretisch, braucht ihr natürlich auch ein dementsprechend großes Terrarium. Das wird, glaube ich, bis zu 70 cm lang. Also das ist schon echt ordentlich. Und dementsprechend brauchst du halt auch relativ viel Platz. Das heißt, das könnt ihr nicht in so ein kleines Terrarium packen. Das wird euch dann über kurz oder lang kaputt gehen, einfach weil es sich halt nicht wohlfühlt und unter Stress gesetzt wird, weil es sich halt nicht großartig bewegen kann. Dementsprechend kostet dann auch das Terrarium dafür relativ viel, weil man halt natürlich eine spezielle Ausführung dann braucht, natürlich, ne, für die Größe auch, dass es nicht in sich zusammenfällt, sage ich jetzt mal, dass es halt vernünftig gestützt ist, ne, weil die Sachen müssen sich auch irgendwie tragen und dementsprechend wird es alles ein bisschen kostenaufwendiger. Im Gegenzug dazu hat man natürlich auch das Zwergchamäleon. Das Zwergchamäleon ist wirklich klein. Ich meine, mein Foto gesehen zu haben, wo das auf so einem Wattestäbchen steht. Na, also so ein Zwergchamäleon braucht natürlich nicht die Dimensionen wie zum Beispiel so ein Riesenchamäleon-Terrarium. Das ist auch schon zufrieden mit einer kleineren Art. Natürlich auch hier, ne, logisch, nur weil das Chamäleon klein ist, heißt es ja nicht, dass man mit dem Terrarium auch in die minimalsten Dimensionen gehen kann. Nein, man soll es dann auch noch da der Größe angepasst hinstellen. Aber auch hier gilt das Motto, je größer, umso besser. Klar, man kommt mit dem Zwergchamäleon kostengünstiger weg, was die Terrarienkosten angeht, als beim Riesenchamäleon. Aber dennoch sollte man natürlich da auch die Größenordnung vernünftig einhalten. Ja, ihr denkt euch jetzt auch wahrscheinlich, okay, ich habe jetzt viel darüber gesprochen, die Größenordnung ist wichtig, Terrarien sind dann teuer, bla 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 bla. Aber jetzt erstmal, um zu dem Schritt zu kommen, wo finde ich denn überhaupt die Größen bzw. die Maße, die für mein Chamäleon relevant sind? Und hier haben wir auch schon die Kraft der heutigen Zeit, und zwar das Internet. Das Internet bietet viele verschiedene Quellen an, wo ihr euch einlesen könnt,
beziehungsweise was ihr herausfinden könnt, wie groß das Terrain für euer Chamäleon sein soll. Hier natürlich sei darauf zu achten, dass man sich eher auf die wissenschaftlichen Seiten bezieht, beziehungsweise dann sich mehrere Seiten heraussucht, diese Größen vergleicht. Und wenn diese Größen übereinstimmen, ist es schon mal eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Werte auch richtig sind, als wenn ihr einfach nur euch eine Seite rausguckt und sagt, okay, das Terrain ist x groß, ne, das heißt, das wird schon passen. Ich meine, für manche Chamäleonarten, wie zum Beispiel bei jedem Chamäleon, was hierzulande als Haustier sehr weit verbreitet ist, gibt es ja sogar einen Eintrag vom Deutschen Tierschutzbund, was man alles machen muss bezüglich Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Terrariumgröße und was nicht alles. Da könnt ihr zum Beispiel alles bis ins kleinste Detail nachlesen und das ist dann zum Beispiel auch schon mal viel wert. Mit dieser Detektivmethode, sage ich jetzt mal, habe ich auch schon ein paar Werte mir herausgeschrieben, die werde ich euch jetzt natürlich auch präsentieren. Und zwar sollte ein Terrarium für ein Chamäleon ungefähr 150 x 100 x 200 cm groß sein, für ein Pantherchamäleon 80 x 80 x 150 cm und für ein Dreihornchamäleon 30 x 40 x 60 cm. Bei solchen Angaben, die ihr halt lest und auch herausgefunden habt, dass sie einigermaßen stimmen können, weil bei solchen Werten, ne, gerade auch wenn die Mehrheit das sagt, ist es ja eigentlich in den meisten Fällen richtig, aber selbst da könnt ihr nochmal auf Nummer sicher gehen und dann auch nochmal 10 bis 20 cm pro Wert halt nochmal drauf rechnen, einfach um nochmal die Sicherheit zu haben und wie gesagt, die goldene Regel ist halt, größer ist immer besser. So, damit war es das auch schon für heute. Ich hoffe mal, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Wenn ich irgendwas nicht ausreichend erklärt haben sollte, gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich da nochmal genau drauf eingehen oder irgendwann mal spezielleres Video dazu machen, ihr wisst ja Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich freuen, wenn ihr Familie, Verwandte, Bekannte habt, die sich für das Thema Chamäleon interessieren, gerne das Video präsentieren. Und wenn ihr weiterhin Bock auf Chamäleon-Content habt, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, sage bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far.